Ja, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen auf dem Supreme Bates YouTube-Kanal. Ja, wir sind jetzt hier gerade Anfang April an so einem wunderschönen Baggersee in Deutschland. Versuchen hier ein bisschen instant zu angeln und bin echt gespannt, ob da was geht. Wir sind gestern gekommen, haben eine Runde gelaufen um den See, haben auch direkt Fische gesehen. Die Fische waren super aktiv, total krass. Das Wasser hat gerade mal 10 Grad. Und haben dann auch direkt dort geangelt. Single Hookbaits, einfach ein Sweet Pop-Up und einen Limited Edition Pop-Up, also gelb und einen orangen Pop-Up haben wir ausgeworfen. Und ich hatte ein richtig gutes Gefühl, definitiv. Aber es ging nichts, ganz komisch. Ich weiß nicht, was die Fische da gemacht hat oder was die animiert haben, dass die so am Springen waren. Aber ging nichts. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das mit den Single Hookbaits super läuft, weil das so eigentlich auch meine Go-To-Taktik jetzt gerade im Frühjahr ist. Ich befürchte aber, dass ich damit jetzt nicht wirklich weiterkomme, weil die Fische, ich weiß es nicht, irgendwelche Larven fressen oder sonstiges. Genau, jetzt einfach mal schauen, aber viel wichtiger ist jetzt gerade erstmal die Location, wirklich lokalisieren, wo sind die Fische ganz genau und dann dementsprechend halt dort die Ruten hinlegen. Ja, also wir haben jetzt gerade beim Film vom Intro hier vorne einen Fisch gesehen. Und kurze Zeit später kam noch einer hoch. Also das haben wir heute Morgen auch schon gesehen. Die standen hier relativ an der Kante, aber schon eher im Tieferen. Und gerade habe ich sogar noch wieder einen Rücken hochkommen sehen. Es macht schon, denke ich, Sinn, da erstmal einen Sigrig hinzulegen. Aber dadurch, dass es so tief ist, denke ich mal, so ein Adjustable, also dass ich mit so einer Unterwasserpose angel quasi, damit das Vorfach nicht zu lang wird, weil ich weiß auch nicht wirklich, wie tief es da ist. Ich denke mal, das sind so 8 bis 10 Meter oder was. Ja, um mit einem 8 Meter Vorfach zu drillen, weiß jeder, das ist Kacke. Der Wind hat jetzt gedreht, steht jetzt irgendwie so auf Nordost, also eigentlich nicht das, was man will. Gestern stand der Wind hier direkt aufs Ufer und hier sind wirklich die ganze Zeit die Fische gesprungen, wie die Delfine. Und jetzt geht er halt einmal komplett in die andere Richtung. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mal ein, zwei Uferspots hinten fütter. Mit ein bisschen Pellets, zerdrückten Boilies, viel Liquid, ein bisschen Dosenmais. Einfach so eine Handvoll pro Spot einfach. Ich habe jetzt einfach ganz grob hier ein bisschen Dosenmais. Da kommen jetzt Pellets in diversen Größen drauf. Das sind 6er, 2 mm, 4 mm, was auch immer. Einfach so zwei gute Hände. Und um das Ganze nochmal richtig attraktiver zu machen, ein bisschen Squid Hydro. Das ist super, super attraktiv. Ist auch enzymatisch aufbereitet. Guten Schuss von drauf. Stinkt einfach wie Sau und dazu kommen dann auch noch einfach ein paar Boilies. Das sind jetzt Subteam Sweets. Habe ich auch in dem Squid Hydro gesoakt. Die sind richtig schmierig dadurch geworden. Auch einfach nur so ein ganz paar mit rein. Wie gesagt, ein paar zerdrückte. Dann sollte das hoffentlich was bringen. Der Spot sieht so richtig, richtig geil aus. Hier ist das Ufer so leicht unterspült. Man hat, keine Ahnung, so 2 Meter vom Ufer direkt so 1,5 Meter Tiefe. Und ich kann mir vorstellen, jetzt wo der Wind hier so leicht drauf drückt, ne? Ich denke schon, dass die Fische hier lang ziehen. War ein Fisch. Jetzt ohne Scheiß.
Ja, jetzt sind wir direkt zum Stalken übergegangen. Wir hatten 2-3 Plätze gefüttert gehabt und auf dem Rückweg zu unseren Zelten, oder unseren Schirmen besser gesagt, haben wir direkt am ersten Platz Fische fressen sehen. Und jetzt habe ich eine Route fertig gemacht, ein einzelnes Maiskorn, schweres Inlinebleihabe das da vorne ganz vorsichtig hingependelt und die Fische sind noch da. Mal schauen, also ich gebe dem Ganzen jetzt eine halbe Stunde. Und wenn das dann nichts wird, dann gehen wir zum nächsten Platz, gucken da und so weiter und so weiter. Sind ein bisschen aktiv. Die Fische, die fressen. Das hat man gerade schon gut gesehen. Jetzt müssen sie nur noch mal den Hakenköder in den Maul nehmen, ne? Ja, total krass. Also wir haben gerade 1-2 Videos gemacht mit der Drohne und dann haben wir ein paar Fische gesehen, direkt hier links in der Bucht. Und das waren echt einige. Das waren bestimmt wohl 20 Stück. Und ich wollte jetzt sowieso meine Routen machen. Ja, und dann fällt natürlich die Wahl, wo die Routen hinkommen, sehr einfach. Ich habe jetzt gerade ein paar Solid Bags vorgebunden. Ganz kleine Fallen mit Pellets, auffälligen Weft da drin und davon kommt jetzt einer da vorne in die Bucht rein. Bringen die da mit der Warthose ganz vorsichtig und sneaky hin. Da wollen wir hoffen, dass da einer beißt. Nochmal ein Solid Bag fertig für meine rechte Route, also die Route ganz links in der Bucht, die wurde jetzt angepickt von den Hühnern und da sind wirklich gar keine Fische mehr. Wir sind vorhin mal mit der Drohne geflogen, die hole ich da jetzt weg, ziehe die rechts runter, weil ich habe jetzt sowieso schon 2 Routen jetzt auf dem linken Ufer liegen, eigentlich hier vorne. Und ziehe ich jetzt rechts noch mal eine lang, einfach um mehr Wasserfläche abzudecken. In der Hoffnung, dass da vielleicht die Fische langziehen. Das ist jetzt gerade echt wirklich extrem. Und so extrem habe ich das auch fast noch nie erlebt. Die Angler, die hinten in der Ecke saßen, quasi einmal komplett am anderen Ende des Sees, die haben heute eingepackt und innerhalb von einer Stunde sind einfach gefühlt alle Fische einfach da, wie Flachwasser. Und stehen da auf 1-2 Meter Tiefe oder was und ziehen da halt rum. Deswegen einfach so viel Wasserfläche wie möglich abdecken mit unseren kleinen Fallen. Ich werde wahrscheinlich bei dieser Route jetzt auch noch mal ein paar Boilies mit füttern. Ich habe jetzt bis früher gerne die Subteam Speed dabei. Die sind super leicht verdaulich, extrem lockend und halt super süß aufgrund der enzymatischen Aufschließung der Kohlenhydrate in Einfachzucker. Und die habe ich dann nochmal gesoaked in Squid Hydro, was ja auch, also diese Hydrolysierung, die ist ja auch quasi eine enzymatische Aufbereitung der einzelnen Stoffe und ist dadurch halt auch super super attraktiv, weil in dem Fall die Proteine halt aufgeschlossen werden in freie Aminosäuren
Und das ist halt was, was der Fisch halt wirklich auch detektieren kann. Ne? Genau. Aber jetzt höre ich mal besser auf mit dem Fachgesimpel. Sieh zu, dass ich die Route reinkriege. Und ja, dann einfach mal Daumen drücken, dass da vielleicht noch einer geht heute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Oh, endlich läuft es. Den haben wir vor, keine Ahnung, 20 Minuten gefangen. Da hatte ich die Rute neu rausgebracht und jetzt lief die andere. Unglaublich gut. Ich bin richtig happy. Der macht auch ganz okay Druck. Kamen jetzt beide auf Solid Bags. Einmal ganz links in der Rute und das ist ja die Rute quasi am Eingang. Also ob die Fische jetzt rausgezogen wären aus der Bucht und dann ja, halt sich diesen Solid Bag auch noch mal mitnehmen. Da ist jetzt gerade auch wieder einer hochgekommen. Ah, happy days, ey. Ich bin super, super glücklich. Nach dem ganzen Struggle gestern und vorgestern, dass es dann jetzt doch noch läuft. Jetzt hängt er hier auch an der Kante. Mal eben auf den Fisch konzentrieren und dann zeige ich euch hoffentlich gleich zwei Fische. Ah, der ist ja mal wirklich cool. Das freut mich echt, also dass da jetzt was läuft. Ah, mega, ey, das freut mich super. 17 Kilo auf dem Kopf. Aber was der Fisch hatte jetzt, super cool. Wie schon fast vermutet, Fische sind im Angeldruck ja, halt weggeschwommen. Jetzt ging hier nichts mehr. Jetzt machen wir noch mal ein, zwei Fotos und so weiter. Und dann werden wir wahrscheinlich auch schon einpacken. Ja, ist echt schade, aber das ist halt auch wieder so dieses typische ja, Instant-Angeln auch. Ne? Man muss wirklich durchgehend aktiv bleiben und den wirklich aktuellen Begebenheiten irgendwie entgegenwirken. Also sprich, moven, schauen, wo die Fische sind die ganze Zeit und dann halt dort auch wirklich angeln, wo die Fische sind. Sonst kann man natürlich auch nichts fangen. Ist ja ganz klar. Das ist halt auch so dieser Reiz, aber jetzt gerade im Frühjahr sind halt die Fische wirklich aktiv, die ziehen sehr, sehr viel rum. Aber als dann die Fische doch wohl hier waren, ja, dann haben wir sie auch direkt gefangen. Ja. Mal schauen, vielleicht kommt jetzt noch einer beim Einpacken. Ich glaube aber von nicht. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne?